Ach so, okay. Das ging vorhin die ganze Zeit. Jetzt? Ja. Vorhin in der Pause, als ich hier gesessen habe, hat irgendwo, ich habe mir gedacht. Meinst du, der guckt immer nach, ob du da bist? Ja. Also, ich gehe nochmal ein Stück zurück, mach die ganze Geschichte mal ein bisschen größer. Zwei Zeitebenen spielen eine Rolle. Diese Nummer, diese Bewegung hier, hat er jetzt heute Morgen bis 61,8 korrigiert. Runter, gestern und heute hoch, bis hier an die 61,8. Da bremst er jetzt. Diese Bewegung sollte, wenn die dupliziert wird, Bewegung A gleich Bewegung C, sollten wir bis 10. haben wir bis Montag ungefähr dann, ein paar Wochen dazwischen haben, sollten wir bei der 11.400 irgendwo ankommen. Das sind diese beiden Striche. Bewegung, Korrektur, Bewegung. So, die entgegengesetzte Bewegung, die wir machen können, ist die, da. So, und dann müsste die hier runterlaufen, die passt aber nicht mehr ins Zeitfenster. Da hätten wir erste, zweite, dritte Welle. Die dritte Welle passt nicht mehr ins Zeitfenster. Wenn ich die gesamte Abwärtsbewegung nehme, deswegen habe ich es in 4 Stunden geschaltet hier, nur um das zu zeigen, wie weit das Ding, das kriege ich im Stundenschalt jetzt nicht, nicht mehr auf den Schirm. Wenn ich diese Bewegung hier nehme und die Korrektur dazu, ich mache mal noch, füge dazu mal noch das Korrekturrechteck ein in einer anderen Farbe. Bis dahin ungefähr. So. Korrektur mache ich mal rot. Okay. Pink. Für Conny. Conny liebt Pink. Deswegen sage ich es ja. So. Und dann hätten wir die Folge davon. Dann von da ausgehend diese Korrektur. Wenn wir das jetzt sehen, dieses Bild, die ganze Geschichte soll in 3 Wellen ablaufen, immer, dann sehe ich, dass diese Korrektur hier, also wenn er das hier macht, ne, also wenn diese Bewegung nach unten macht und dann diese hier jetzt startend bis nach unten machen sollte, und diese Korrektur, dann endet die hier, die Korrektur, dieses Zeitfenster, genau an der Ausbruchskante. Ha, genau. Das heißt hier, diese dicke Linie ist die, die wir uns vorhin unter die Tiefs gepackt haben hier. Wenn er diese Bewegung macht, kann er genau bis dahin korrigieren, sind wir genau wieder an der alten Kante. Und wenn dann Welle 3 kommt, ich kann dann gerne einen Screenshot machen nachher davon, kann euch den vielleicht, oder ihr macht es mit, dann vielleicht versteht man dann besser, wie ich auf so eine Marken oder auf so eine Wege komme. Dann kann das Ding. Wie bitte? Steuerungstaste. So. Und dann habt ihr übergeordnet, ist jetzt auch nur mal ein Beispiel, deswegen soll vielleicht gut, dass wir es aufzeichnen. Das ist egal, in welcher Zeitebene wir sind oder in welcher Zeitebene wir unterwegs sind. So mache ich das auch im 5-Minuten-Chart oder im 1-Minuten-Chart, oder wenn er so eine Wellen macht, baue ich mir genau so ein Bild.
Und dann braucht man nichts weiter machen, als sich einfach nur die Eckpunkte, die Marken merken. Fertig. Und wenn man die sich 3, 4, 5, 6, 87 Mal durchgelesen hat, dann hat man die auch im Kopf und dann kann man einen nachts um 3 aus dem Schlaf holen, dann weiß man die immer noch. Der hier, den muss ich erstmal richtig machen lassen, weil der ist noch nicht komplett. Den FIBO da. Ich nehme bloß mal die Sachen weg hier, nicht, dass ich jetzt das Falsche mitlösche. Da. Ah, Mann. So, ich drehe den FIBO einfach mal rum. Und dann dürften wir sogar bis darunter nach FIBO, wenn diese Bewegung ausschlaggebend ist. Wenn diese Bewegung nicht ausschlaggebend ist, dann ist nämlich die hier ausschlaggebend. Und dann landen wir hier genau zwischen der 41,4 und der 61,8. Und hier unten wird es duster. 8450 ist welche Marke? Wo kommt die her? Hä? Nee. Wann? 2014? Ich weiß nicht genau, 14. oder 15. Oktober. So, wollen wir mal gucken. Ja. So. Da unten haben wir das Tief. Da, und da wollen wir hin. 16. Oktober, sorry. Kannst du dir merken? So. Ja. Ja. Das wäre eine grobe Richtung, wenn wir die Wellen durchziehen. Wenn wir in 3 Wellen durchmarschieren, können wir auf jeden Fall bis zur 9,8 kommen. Und als ich bei 13,6 gesagt habe, wir verlieren ungefähr 4000 Punkte, dann wurde ich böse ausgelacht. Und die Nummer wird von Tag zu Tag wahrscheinlicher. Der ist jetzt richtig schön nach oben gescheitert. So, jetzt gehe ich hier mal zurück. Ups, das ist jetzt ein bisschen fies. Ich gehe gleich nochmal zurück. Nee, ich mach's gleich. Ich gehe mal in Daily. 4 Stunden mache ich mal einen Screenshot, oder? Ja. Oder macht ihr es selber? Ja, genau. Ist er nicht nett? Ich gehe mal davon aus, du hast wahrscheinlich von 10 bis 2 geschlafen. Du wirst so wach. Ich mache das mal sauber hier. So. Nur um mal zu zeigen, wie ich an so eine Geschichte rangehe. Und das ist eine reine Trainingssache. Das müsst ihr einfach üben. Immer mal so eine Kiste einzeichnen, wo, was, wie, wohin. Und selbst wenn man so ein Setup wie heute früh verpasst,
weil wir eben Stop zu schnell nachgezogen haben, nachher Breakeven irgendwie rausgeflogen sind. Selbst wenn man so ein Setup verpasst, okay, hat man es verpasst, aber wenn die Marken hinterher kommen, die ich mir vorher erarbeitet habe, ist das Ding für mich trotzdem völlig in Ordnung, weil ich einfach, damit festige ich mein Urvertrauen und damit festige ich meinen Glauben an meine Arbeit. Ja, richtig. Ja. Ich wollte einen Screenshot machen. Nein, ich sollte einen Screenshot machen. Oh Mann. Meine Brille, ne? So, hier mache ich erstmal einen Screenshot von. Ich habe das jetzt in 4 Stunden gemacht, weil wir dann das ganze Bild drauf kriegen. Okay, die blauen Kästchen sind praktisch die Bewegung, die ihr machen sollt. Ich habe die erste Bewegung genommen, dann die Korrektur und dann den ganzen Kram nur dupliziert. So, und dann haben wir erste Welle, zweite Welle, dritte Welle. Ja, damit ich die Extensions unten sehe. Wir haben, das mache ich aber heute Abend irgendwie. Wir haben ein. Also, das hier ist die erste Bewegung. Ich habe jetzt einen Screenshot gemacht, ich nehme die Kisten mal raus hier. Okay? Und dann gucken wir uns das mal von vorne an. So. Die hier irritiert nur. Ja. Also, die Gegenbewegung ist die zweite Welle. Also, nach Elliott läuft die Bewegung in 5 Wellen ab. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Ich will Elliott nicht widersprechen. Aber wenn man sich mal ein paar Sachen auseinanderpflückt, ist es Short sogar, dass es in 7 Wellen abläuft. Wir haben immer einen Bewegungsast mehr. Nach Elliott heißt es immer 5 Bewegungswellen und dann kommen 3 Korrekturwellen. Das heißt, 3 Bewegungsäste in die Hauptrichtung, die sind jetzt Short, also 3 Äste runter, ein Korrekturast, dann ein Bewegungsast, dann ein Korrekturast und dann ein Bewegungsast. Das könnt ihr euch im Stundenchart, das könnt ihr aber selber bitte machen, euch mal rauspflücken und einfach mal gucken, was in der Vergangenheit so gelaufen ist. Würdet ihr sehen, dass es in der, dass es Short in der Regel einen Ast mehr gibt. So, also suche ich mir den ersten Ast von dem absoluten Hoch hier und nehme hier einfach ein Rechteck bis dahin. Weil da die, da ist das absolute Tief. Da ist das absolute Hoch und da ist das absolute Tief. Diese Bewegung, das ist ein Rutsch. So. Danach kommt die Korrektur. Und die Korrektur will ich in einer anderen Farbe haben. Ich glaube, ihr kriegt zu Hause viel Arbeit. So, und die Korrektur ist viel länger, wie ihr seht, da. Weil da fängt er erst wieder an zu fallen. Und da, Mann, und da ist das hoch. Da, ne? So, das ist der Korrekturast. Und den mache ich jetzt auch in der Korrekturfarbe. In dem Pink. So. Okay? Ja.
Wer ist im DAX noch Short? So. Und dann lege ich genau diese Bewegung, die startet ja da und soll dann wieder weitergehen. Den nehmen wir raus hier. Und dann nehmen wir die Markierung raus. Zack. So, dann haben wir das Ziel. Danach sollte ungefähr die gleiche Korrektur kommen. Da. Und dann, das ist jetzt doof, so. Und dann der dritte Bewegungsast. So, und wenn wir dann wirklich die vierte Bewegung kriegen sollten, was ich bei Short immer vermute, dann bauen wir das Spiel einfach nochmal weiter, wie Tetris. Also wenn euch jemand fragt, wo diese Woche war, Tetris-Seminar. So, und schon sind wir, wenn der vierte Ast kommt, sind wir an der 8-8. Ja. Na gut, das schaffen wir jetzt nicht bis diese, also bis Ende der Woche. Aber wir haben nicht sehr viel Zeit bis 1. Mai. Ja. Ich mache euch auch ein Bild davon. Nachvollziehbar, wie ich mir sowas auseinanderpflücke. Ja. Noch eine? Das ist schon die zweite, oder? Ja? Ja? Nein. Also wenn ich so ein, wenn mein Muster jetzt hier aufgehen sollte, das muss aber dann perfekt aufgehen. Das muss wirklich hier unten in die Ecke laufen. Also plus minus einen Tag hier, ne? Also wenn er wirklich die Bewegung hier dupliziert und fängt hier an zu steigen, lasse ich, dann hedge ich. Ich hedge mit engeren Stops und ziehe meinen Stop dann im 4-Stunden-Chart oder so nach, oder nach Daily-Stunden-Chart, 4-Stunden-Chart, Daily, also in ziemlich großen Zeiteinheiten, nach Markttechnik meinen Stop hinterher. Den absoluten Stop habe ich, der gehört hier unten drunter. Ich sage mal, wenn er jetzt die Bewegung hier bis hier runter macht und genau hier in der Ecke landet und fängt dann an zu steigen, rein, eng Stop, 20 Punkte und dann im Gewinn nachführen. Weil ob die Korrektur genauso läuft, ist immer vage. Die Bewegungen sind ziemlich identisch. Die Korrekturen müssen nicht so identisch laufen. Deswegen hedge ich das Ding, hole mir da wieder, so wie es eigentlich gestern, wir haben ja gestern nichts anderes gemacht. Wir haben gestern die Korrektur nur mitgenommen, haben uns das Polster für heute verschafft und jetzt lassen wir das Ding krachen. So, und wenn der hier unten ist, wenn er da runter geht, also an die, in den Bereich 10,8. Ich bin mit 120 DAXen drinnen, habe ich 120.000 Euro Minimum auf dem Konto. Dann kann ich diese Geschichte hier ganz entspannt abhedgen. Ganz entspannt. Eine eigene Strategie, die ich dann auch Korrekturen nenne, oder was weiß ich, DAX-Korrektur oder so, die mache ich auch nicht so groß. Da haue ich dann wahrscheinlich 30, 40, 50 DAXe irgendwie rein und lasse das Ding mir einfach ganz entspannt entgegenlaufen. Das hilft. So, und dann nehme ich so eine Gegenbewegung, so eine Nummer hier mit. Direkt, also wenn diese Bewegung hier, wenn die sauber läuft und hier unten sauber an den Boden läuft und sauber an die Kante hier läuft. Idealerweise, was wäre das Idealszenario, was mich dazu bewegen könnte, einzusteigen? Ja.
Das Ideale für mich wäre kurz vor der Ecke unten. Kurz vor der Ecke, hier unten in diesem Bereich. Also, reden wir mal von Daten. Zwei Tage dazu. Also, nächste Woche Dienstag oder Mittwoch. Ein Fehlausbruch. Ein Fehlausbruch aus der Kiste hier unten. Also, der müsste abkacheln wie bekloppt da unten. Von mir aus mal 30, 40, 50 Punkte rausschießen. Im Stundenchart wieder rein und wieder in der Kiste schließen. Dann da unten rein, dann würde ich mich da drüber einstoppen lassen und auf geht's. Das wäre für mich das Ideale. Oh, der macht aber... Ich weiß nicht, irgendwie ist er doch lieb heute, oder? Lieb, ja. Ja. Hast du den gefüttert? Ein bisschen. Ja, sofort. So. Guckt euch mal den Kanal an jetzt, hier. Den ich vorhin eingezeichnet habe, nur von den Hochs kommen. Jetzt genau ganz zügig genau die Unterkante angelaufen. Ich hatte hier den B-Tree-Stop drin, der hat automatisch nachgezogen, wie ich gerade sehe. Das ist eine Teilposition hier. Mit 15 Dachsen. Und das ist nur ein 5000er Konto. Da ziehe ich den genau auf, also auf dem Konto ziehe ich den genau auf Break-Even. Weil, wenn er das hochnimmt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er hier oben wieder anläuft. Dahin. An die Oberkante und dann würde ich lieber die Oberkante benutzen, um dann diese Position neu zu eröffnen. Muss ich mal ganz schnell, nur ganz kurz mal auf meine, die wichtige Position gucken. Da unten hat er jetzt ganz knapp die Emma im Future verfehlt. Die Emma liegt bei 49. Unter was? Sehr gut. Also wenn er jetzt den Anlauf nimmt und hier unten außerhalb von diesem Kanal schließt, solltet ihr euch vielleicht mal aufschreiben, so als Tipp, wenn er so einen Abwärts, so einen Kanal nach unten hat und sich so langsam runterhangelt und dann nach unten ausbricht, also nicht im Gegensatz wieder nach oben die Bewegung fortzusetzen, die Flagge beenden, sondern dann nach unten ausbricht, ist das ein Trendbeschleuniger hoch 3. Alle lauern jetzt drauf, dass er eigentlich, das ist die typisch bullische Flagge. Eigentlich lauern die Jungs jetzt drauf, dass er nach oben rausgeht. Wenn er das genau entgegengesetzt macht, davon nach unten rausballert, volle Granate, wird er sehen, dass er sehr, sehr schnell fällt. Und dann können wir auf jeden Fall mit unseren ganzen Stops break-even oder ein bisschen in Gewinn gehen. Also ich habe mal durchgezählt, ich bin jetzt bei 148 Dachsen. Ich werde nicht die ganze Position jetzt mit 150 Punkten im Risiko lassen. Sondern ich würde dann jetzt, so wie hier, einen Teil der Position wieder rausnehmen, aber dann Break-Even rausnehmen. Ich würde dann Break-Even wieder reduzieren, um geldmäßig wieder in das gleiche Risiko zu kommen, wo ich vorher war. Verstanden? Nein. Ich bin weiter oben mit einem Teil von Position, noch weiter oben mit einem Teil der Position heute früh rein. Und die würde ich auch da oben liegen lassen. Ich habe morgen gesagt, ich gehe ein Risiko, ein maximales Risiko von 15.000 Euro ein. So, wenn ich jetzt bei 150 Punkten Stop bin, mit 15,
mit 150 Taxen überschreite ich das weit. Also muss ich jetzt wieder so weit reduzieren, dass ich mit maximal 100 Taxen wieder auf 150 Punkte Risiko komme. Und den Rest muss ich Break-Even rausschmeißen. Hilfe dabei ist dann manchmal, wenn man sich zum Beispiel so eine Nummer nimmt. Was kann man jetzt machen, um das vielleicht sogar zu verfeinern? Einfach mal gucken, was uns überhaupt erwartet. Ne? Erste Bewegung. Gut, dass wir es aufzeichnen. Zweite Bewegung. Hallo. Und dritte Bewegung. So, und dann sollte ich mir, um zu sehen, ob er überhaupt sich noch weiter bewegt, er hat ja alle schön sauber auskorrigiert hier. So, jetzt sollte er da unten raus, kann jetzt laufen bis an die 11.21, das sind noch 50 Punkte. 50 Punkte mal 150 Dachse. Ja, also an der Nummer da unten wäre ich wahrscheinlich dann, wenn wir jetzt bei 11.120 landen sollten, Punkt A, die Stops auf jeden Fall so legen, dass ich dann irgendwo mit 1.000-2.000 Euro rausfliege. Dann ist mir zu heiß, in Verlust zu gehen. Dazu ist die Position zu schnell zu groß geworden. Wenn ich mit kleinen Positionen starte, kann ich das machen. Wenn ich aber so da oben so schnell pyramidisiere, dann muss ich auch bereit sein, das dann auch peu à peu wieder aufzulösen oder ein paar Gewinne eben mitzunehmen. Und dazu muss ich mir eine kleine Zeiteinheit, zum Beispiel so eine Bewegung nehmen und die jetzt im Auge behalten und gucken, er sollte jetzt nach Möglichkeit nicht mehr die 61,8 verletzen. Die haben wir da. Also wenn es geht, nicht mehr über die 90 gehen. Wenn diese Bewegung jetzt über hier oben drüber schließt, über der 90 schließt, könnte es sein, dass ich diese Position hier rausschmeiße. Die habe ich geöffnet bei ungefähr 12.217 und dann will ich die hier irgendwo bei 95 mit 20 Punkten rausschmeißen. Dann habe ich schon mal die ersten 15 Dinger weg. Und das würde ich auf den anderen Konten dann genauso machen. Dann irgendwie 1, 2, 3.000 irgendwie mitnehmen und so, und dann die Bewegung hat er gestartet. Wir haben das Ziel da unten und wir haben auch ein Zeitfenster. Nämlich bis 17 Uhr, also bis 16 Uhr. 16 Uhr sollte er hier unten ankommen. Ungefähr. Hä? 12.125. Das ist nicht mehr so viel, das sind noch 40 Punkte. Die macht er manchmal in 10 Minuten. Wir geben nichts. Wir geben nichts, wir betteln selber. Was schön mit Ihnen. Kommen Sie wieder, wenn Sie weniger Zeit haben. So. Genau diese Bewegung hier, zack, soll ich jetzt bis da runter machen. Ja. Bist du zu Hause auch so nervös? Ich habe ihn schon gefragt, als du draußen warst. So, also große Gedanken müssen wir uns nicht machen. Gedanken müssen wir uns jetzt erst machen, wenn wir hier über die 61,8 kommen. Wenn wir dann Schlusskurs über der 90 kriegen, dann würde ich ein bisschen nervös werden. So lange bin ich da völlig entspannt. Ja. Wer ist denn im DAX alles investiert? Unsere Büro, alle. Okay. In welcher Größenordnung ungefähr? Eigentlich besser wie klein.
wann stopft der auf? Ich im Moment nicht. Ich bin an der. Wie bitte? Ja. Unter 12.000. Da muss ich jetzt erstmal da runter. Ja, ja. Die Position ist jetzt schon. Also für das Stück. Guck mal, wir haben gesagt, wir wollen zwischen 12.2 und 12.270. Wir sind im Grunde genommen im Durchschnitt, also wenn wir von 12,40 kommen, sind wir gerade 80 Punkte vorne und ich habe die Position schon volle Granate hochgeprügelt. So, Kanalunterkante nochmal, Doppelboden, genau auf den Tick. Mach den mal ein bisschen größer. Ist ganz einfach. Ein hoch, ein tief und das nächste hoch. Und schon sehe ich, wo er langlaufen sollte. Und schon hat er seine Schranken. Was fällt euch am Gesamtbild auf? Jetzt, wenn man hinguckt. Eurer Meinung nach, wer überwiegt? Ja, das meinte ich, das Gesamtbild. Die roten Kerzen sind für mich viel dominanter. Die Korrekturkerzen hier sind viel schlechter ausgebildet. Lange Dochte, lange Lunden. Und die roten Kerzen, hä? Ja. Damit sind für mich ganz klar die Bären. Ja. Ich stürze sie jetzt aus dem Fenster. Ja, noch nicht. Wenn die sie aus dem Fenster stürzen, sieht das anders aus. Ich hoffe, das tun sie halb vier. Sind schon in Aufzug hochgekommen. Ja, wir sind jetzt ungefähr in dem Bereich, wo die gestern ausgestiegen sind. Ne? Ja. Richtig? Gestern Abend. Wir hatten gestern den 5., ne? Ja. So, 18.30, da war der Schlusskurs gestern. Also bis dahin könnten wir, guck mal hier, sind wir bei der 12.1. Dann sind wir wieder am Schlusskurs von gestern. Los, fall du Sau. Siehst du das? Ja. Kaffee? Meinst du ja beruhigt? Ja. Ja. Hm? Ja, aber ganz knapp. Ja. Aber. Ja, ja. Und jetzt müsste der Trendbeschleuniger greifen. Jetzt müsste der durchballern. Da seid ihr schon nervös hier. Ja, ja. Hat er bei dir gelernt. Ja, da war ich doch zu So, ach, hier läuft ja noch eine. Was haben wir vorhin gesagt? Wo wollten wir im Stundenchart die Kurse hin haben, die Schlusskurse? Die Schlusskurse unter? Nicht mehr über 12.190. Dann haben wir hier eine Chance auf eine SKS. Das heißt, wenn wir jetzt darauf spekulieren und wenn man kalte Füße kriegen sollte und bei 12.230, 12.240 rein ist, wäre die 12.190 plus, was weiß ich, 10, 15 Punkte, also irgendwie 12.205 oder so,
wäre dann eine intelligente Lösung, einen Stop hinzulegen. Wenn man jetzt heute Abend nicht in Ruhe an der Bar sitzen kann und ein Bier trinken kann, weil man vor so einer Position Schiss hat, dann wäre es klug. Ich blätter das mal runter in 15 Minuten. Oder in, ja, 15 Minuten sieht man das schön. Hier die Aufwärtsbewegung, dann haben wir hier die Schulter, da den Kopf und dann bewegen wir uns jetzt hier im Schulterbereich. So, und diese Schulter hier, die sollte man nach Möglichkeit mit dem Schlusskuss nicht mehr verletzen. Da. Nachvollziehbar? Und das sind dann so eine Sache, wenn ich dann so im Chart arbeite, mir sowas rausziehe, habe ich auch keine Zeit, auf einen Euro zu gucken oder so, sondern dann suche ich mir ein Werkzeug raus und ich suche mir in der Regel das raus, was die meiste Kohle bringt. Oder auch die meiste Kohle kostet. Keine Einbahnstraße. Aber der hat sowieso ausgepowert hier heute. So. Du suchst Freunde, wa? Ich habe heute Morgen schon einen erschossen, der hat nur gefragt, wie spät es ist. Darf er im M15 da drüber schließen oder darf er es nicht? Nein, er muss drüber schließen. M15? Im 15-Minuten-Chart? Wenn er drunter schließen muss im M15, dann ist das Ding schon kaputt, weil da hat er schon drüber geschlossen vorhin. Deswegen, für die 15-Minuten-Hände, wir wollen uns ja in die anderen Hände da reindenken, logischerweise, für die 15-Minuten-Hände ist die SKS nicht mehr da. Das Regelwerk ist hin. Die 30 Minuten, genauso. Da ist die Schulter und da ist der Schlusskurs. Die Stundenhändler haben noch eine faire Chance. Und im Stundenchart siehst du auch, da sind wir auch an dem Pivot-Level gelandet. Allerdings, guckt euch die Kanalkante mal an. Aber wir haben ja noch Zeit bis... Hallo? Bis um 4. Das heißt, die Amis könnten jetzt durchaus gleich bei der Eröffnung in 5 Minuten oder so, könnten die ihm nochmal so ganz kurz eine auf die Nuss geben und können auf jeden Fall in diese Ecke da unten jagen. Und 16 Uhr fällt dann die Entscheidung. Drücken die das Ding 16 Uhr nach unten, also gleich nach 16 Uhr, dann ziehe ich wahrscheinlich meine Stops auch, break even. Dann bin ich 100, über 100 Punkte vorne. Sorry. Mal zurück, hat jemand noch. Ich habe umgeladen zu Hause. Blendet? Ja, das ist gerade so eine Kante, die hier dann. Nö, das ist der Schnee draußen. Ja. Ja, darf er, ja? Ja klar, soll er sogar. Es könnte mich sogar reizen, wenn er jetzt mit dieser Kerze an die Emma läuft und direkt 15:30 dann hier an der Emma schaut, wieder startet mit der roten Kerze, dass ich Market 5 Dinger drauflege.
Hm? Ja. Ich will nur die Öffnung jetzt hier erstmal abwarten. Was habe ich? Ja, selbstverständlich. Wieso? Wieso? Haben die nur einen oder was? Wir warten die Eröffnung mal ab und dann gucken wir uns mal, konzentrieren wir uns mal kurz auf Zielbereiche, dann können wir das nämlich eventuell morgen früh anwenden. Auf den allgemeinen Wunsch eines einzelnen Herrn. Dauererklärung mit Schlusskurs ETC. Wiederholung, wer war das? Mit den vertikalen Linien. Also mit dem Schlusskurs und mit der Zielung. Ach so. Ja, genau. Überbrücken wir 2-3 Minuten. SK ist was? Genau, Schlusskurs New York. Und ich habe nur eine vertikale Linie auf diese Kerze gelegt, wo der Schlusskurs gewesen ist, wann der Schlusskurs gewesen ist. Also genau, die Kerze. Und das ist der Eröffnungskurs heute. Das ist Schlusskurs New York gestern. Und das ist der Eröffnungskurs New York heute. So, und zwischen diesen beiden Punkten, da lege ich ein Fibo drauf. So, wenn wir dann ein Gap haben dazwischen, lege ich da ein Fibo drauf, dann sollte er dieses Gap noch vergrößern. Also wenn wir einen Down-Gap haben, sollte der Kurs noch weiter runterlaufen, bis an die 141, 161,8. Dort unten eine Umkehr bilden und dann hochlaufen und das Gap zu 75% schließen. Nachvollziehbar jetzt? Ja. Kann ich das abhaken oder? Zielbereiche machen wir morgen, ne? Fibo, Günther? Ja, ich bin immer unsicher mit dem Anlegen und wie weit hinziehen. Ja. Mit was? Wie weit gezogen, wohin gezogen. Ah. Mache ich ein paar Beispiele. Wie, die Jungs hauen das Ding jetzt nach oben. Ja. So. Short-Einstieg im Dow. Im Bereich 25,70. Das heißt, er müsste jetzt noch 100 Punkte hochlaufen. Und läuft genau andersrum. Was ja nicht schlimm ist, das gefällt meinem DAX. So, jetzt zeigt er genau hier im Dow Pro. Hallo. So, zeigt er jetzt genau diese Bereiche an. Das wäre jetzt praktisch der Bereich zwischen 141 und 161,8 von dem Gap. Wir haben demnach einen Abwärtsgap, also einen Gap nach oben.
gegenüber dem Schlusskurs gestern Nacht. Haben wir im Down Gap nach oben. Dann soll er die 141, 461, 8 nach oben anlaufen und in diesem Bereich drehen. Und hier unten haben wir das Gap Close und das, wenn wir Pech haben, macht er das jetzt gleich direkt zu. Aber dann ist es nicht zu ändern. Also den Druck, den er jetzt gerade kriegt. Guck mal, das ist eine Kerze, die läuft seit 2 Minuten. Und die hat das High bei 25.018 und sie ist bei 60. Die hat 50 Punkte gemacht in 2 Minuten. Da ist Druck drin. Du musst ja mit guten, sauberen Stops arbeiten können. So. Kannst du hier nicht. Der läuft. Hier bremst, bis jetzt bremst die Emma. Hm? Zwischen 3:30 und 4. Immer eine schwere Geburt. Also Idealszenario ist für den Jungen, wenn er das auch sauber macht, hoch, oben, dann in dieser Kiste oder hier in diesem Bereich dann so eine Kerze hier ausbildet, hier sowas hier. So ich irgendwie mit 20 Punkten Stop irgendwie hinkomme und dann da drunter einstoppen lassen und rein da. Wenn er den Zielbereich hier unten noch nicht angelaufen hat und jetzt hocheiern sollte, da hochläuft, dann und hier eine kleine Umkehr bildet im 5-Minuten-Chart, will ich die Position trotzdem nehmen. Erst wenn er hier unten drinne gewesen ist, dann ist, der Hintergrund ist ja Gap Close. Wenn das Gap geschlossen ist, brauche ich nicht damit rechnen, dass der Dow erstmal ein Stück wegläuft und sich nochmal umdreht und sagt, scheiße, habe ich wirklich geschlossen? Nochmal kontrollieren, ob er wirklich abgeschlossen hat. Das tut er nicht. An News haben wir doch nichts verpasst, oder? Ich meine, Dow ist schon volatil, ne? Aber ich sag mal, 100 Punkte in 8 Minuten. Also langweilig ist anders. Zack. So bearbeiten die ihre Gaps. Wenn man weiß, woher das kommt, dann weiß man auch, warum das so schnell geht dann. Ja. Oh. 100 Punkte in 8 Minuten. Den gucke ich mir gerade an. Naja. Was? Also ein deutsches kann es nicht gewesen sein, unsere fliegen nicht. Ja. Und wenn es ein Hubschrauber wäre über Syrien, kann es auch kein Deutscher sein. Unsere sind gelb, steht ADAC drauf. Also wäre schön, wenn der DAX mitzieht, wenn der auch 100 Punkte machen würde in 8 Minuten. Ne? Ja. Ja, ja. Also beobachtet, zieht euch mal den Dow und den Euro nebeneinander.
Oft hat man es dann, wenn der Dow vorne wegläuft, dass das ein, zwei Minuten nur später oder so, der Euro dann hinterher rennt. Der DAX hinterher rennt. Italien, ne? Berlusconi. Berlusconi, sein Laden will ja auch aus der EU austreten, oder wer raus aus dem Euro. Womit? Merkt euch die Marke bis 16 Uhr, ne? Der hat zugehört. Der hat gesagt, scheiße, ich muss ja um 4 da unten sein. Erstmal muss ich die Kerze außerhalb von dem Kanal schaffen hier, dann haben wir den Beschleuniger. So, jetzt hat er unten genau da nicht. Warte. Da unten ist der EMA 200 aus dem Future. So, wenn er den auch noch kaputt macht, dann... Ja. Ja, ist aber nicht durch. So, den muss er, wenn er den auch noch knackt. Ich nicht. Nein. Da würde ich eventuell 5 draufnageln oder so, ja, aber also ich würde jetzt nicht die Position jetzt verdoppeln oder so, das ist zu früh. Unter 12.000 würde ich da schon drüber nachdenken. Also die Entscheidung musst du treffen. Ja. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt die Position, die ich jetzt schon extrem aufgestockt habe, ca. 50 DAXe, die würde ich Break-Even rausnehmen. Hochlaufen lassen würde ich ihn bloß mit dem Startpaket von 100 DAXe. Ja. Ja, die handle ich nicht. Das ist mir jetzt... Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben heute Dienstag. Er müsste Montag da unten ankommen. Was haben wir gesagt? Wo soll er hin bis Montag? Zehntausendsiebenhundert in der übergeordneten Zeitebene bis zum 11., also 12., 13., wenn ich die Wochenenden rausrechne, also würde ich ihm wahrscheinlich bis 14., 15. Zeit geben, muss er an der 11.4 sein. An der 10.8 und er müsste bis Montag, Dienstag an der 11.4 sein. Das ist nicht viel Zeit. So, da. So. So, wir haben hier diese Bewegung, da die Korrektur, diese Bewegung. So, diese Bewegung sollte Minimum laufen bis 11.4. Bis 10.3. Und einen Tag, zwei Tage später, sollte er dann richtig eine geknallt kriegen bis 10.8.
je tiefer er kommt jetzt da unten, desto wahrscheinlicher wird die 10.8. Die 10.8 ist das alte Ausbruchslevel von Ende August. Das Hoch hat das erste Mal Ende August 2016 gemacht. Und diese Range da oben, diese 10.8 der Kante, hat gehalten bis Oktober. Das war unter der Marke. Ja. Aber nicht im Future, ne? Oder im Future ist er noch nicht unter. Ist er, da ist er jetzt. Da ist er jetzt unter der Emma. Aber noch nicht fertig. Wie will? Trendtag. Ja, was heißt aber Trendtag? Gestern war Melon. Ja. Also, in der Regel ist es so, wenn du Montag, Dienstag einen Trendtag hast, hast du in der Regel Mittwoch den Korrekturtag. Ja. Wenn du Montag, Dienstag extreme Bewegungen hast, dann hast du Mittwoch in der Regel einen Korrekturtag. Ich mach das mal ein bisschen größer. Wenn man das zu schwach sieht, müsst ihr mir sagen, ich sehe das hier gut. Ja. Du bist nur nicht, dass ich sehe, wenn du einschläfst. Sei doch ehrlich. Besser? Jetzt müsste aber langsam mal unsere Emma im Future fliegen. Wäre das Idealszenario. Guck mal, wie er die umkämpft, seht ihr das? Deswegen habe ich ja vorhin mal gefragt, wer mit welcher Positionsgröße drin ist. Wenn ihr natürlich euer Tagesziel in keiner Form irgendwo drin habt, dann legt von mir aus den Stop für eine Teilposition so hin, dass ihr wie es heute euer Tagesziel erreicht. Aber du kannst ja von deinen 50 Dachsen kannst ja 5 glatt stellen. So, jetzt hat er aber schön klar darunter geschlossen. Jetzt darf er den Bruch davon noch bestätigen. Üblicherweise dürfte er jetzt da unten jetzt eine Weile rumdümpeln unter der Emma oder durch, zurück bestätigen und dann auf geht's. Viel Zeit hat er ja nicht mehr. Die SKS ist es ja trotzdem noch. Es heißt ja nicht, dass die rechte Schulter genauso breit sein muss wie die linke. Quasimodo war ja auch ein Mensch. Oder? So, gucken wir uns das Bild doch mal an. Das heißt ja nicht, dass die Schulter, er darf nur nicht mehr da drüber, das heißt ja nicht, dass er da hoch muss. Er darf, aber er muss da nicht noch hoch. Außerdem kann er trotzdem immer noch da hochlaufen, dann baut er jetzt hier die Nackenlinie und die bremst jetzt, guck mal da, an diesem Zwischentief, siehst du das? Deswegen, da unten muss er, wenn er die neue unten knackt, am besten im Stundenschlusskurs, unter der 12.1.20 oder so, da unten, wie bitte? Da unten durch. Was stimmt nicht? Ja? Das hat man doch irgendwo eingezeichnet, ne?
Warum sieht man das nicht mehr? Da. Nachvollziehbar, wie ich mir so eine Marken hole. Wenn ich jetzt kurz, wenn ich jetzt nicht so ein riesen Setup vor der Nase habe, wo ich jetzt sage, ich will jetzt unbedingt diese 1000 Punkte mitnehmen, man wird ja gierig dann irgendwann, diese 1000 Punkte mitnehmen, dann sind das genau so eine Nummern, wo ich sage, okay, dann nehme ich so eine Bewegung, nehme ich jetzt mit, da unten, stell da unten ein Teil glatt oder so raus. Ich meine, selbst diese Bewegung von 12,220 kommt irgendwie bis 12,21, das sind 100 Punkte, ein halbes Monatsziel, ne? Und das im Zeitfenster von 15,45 bis 16, genau in einer Stunde 100 Punkte. Guck dir mal den Dow an. Ja, der geht auch weiter runter. Naja, wenn der einmal anfängt zu rennen, dann... Schade, ich war nicht auf dem Klo. Ich glaube, dieser Zufallstreffer hat mir neulich irgendwie 8,5 oder sowas eingebracht. Wo ich nur so eine Flagge gesehen habe im DAX und guck so, was der Daumen macht, ob Dow Pro schon durch ist und sehe, der macht hier genau die gleiche Flagge wie nebeneinander. Ich denke, scheiße, gehst mal short, ne? Ich hätte keine 2 Minuten später auf den Knopf drücken dürfen, weil der ist da innerhalb von, ich glaube, von 3 Minuten oder so, ist der 180 Punkte gefallen. Ja. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Ja. Wo habe ich jetzt den? Da. Ach, den Future hatte ich, ja? So. Da, den mache ich mal wieder größer. Da. Emma. Platt gemacht. Zurück. Von unten bestätigt. Nur mal zu zeigen, was diese 200er Emma für eine Wirkung hat, ne? Gerade bei den Amis. Die Amis sind da verrückt nach. Turnt in der Beile unten drunter rum, bricht das Ding nach oben, nutzt das Ding als Sprungbrett. Und hier lauern sie in der Regel drauf, dass er durchgeht nach unten, dann bestätigt und dann benutzt sie das Ding als Deckel. So, wir haben die Bewegung vorhin gesehen, die er machen durfte. Jetzt gucken wir mal, wie weit er korrigieren darf. Oder? Wo hatten wir den? Da. So. Und demnach darf er jetzt korrigieren bis ungefähr 60. Zwischen 60 und 65 ungefähr und die Korrektur sollte in einer Stunde abgeschlossen sein. Und dann könnt ihr die nächste Welle einsetzen, ja. Deckt sich schön mit den Fibos. Kann er das Tief, dieses Tief, was er gebrochen hat, dieses Fibo, darf er schön von unten bestätigen, hat auch die Kanalkante erwischt. Also sowas reizt mich dann unheimlich. Wenn ich jetzt so eine Kreuzwiderstände sehe, hier dieses Tief und diese Kanalkante, juckt es mir fürchterlich in den Fingern, hier drunter jetzt noch so eine Nummer zu platzieren. Warum eigentlich nicht? Thank you.
Nee, ich sitze jetzt davor. Und in 5 Minuten, ich lasse ihn am liebsten im 1 Minuten dann trillen, dann lasse ich ihn unter dem Tee vom 1 Minuten, das lasse ich automatisch machen. Den, wenn ich jetzt davor sitze und den im Blick habe hier, dann ziehe ich den manuell nach. So, und wenn man diese paar Werkzeuge, Emma im Future, Emma hier, ein bisschen Kanal, ein bisschen Fibo, oder wenn man die beherrscht, ist, ja, dann ist Börse kein Hexenwerk. Soll Emma im Future nicht kriegen, damit er sich treffen lässt? Nee, weil die das Ding nicht anbieten, aber man kann ja, wenn man man kann sie an einen anderen Broker nehmen, ein Demokonto, und die Emma da reinpacken, wenn man die im Future haben will. Naja. Ich teste das Ding jetzt heute mal und guck mal an, ob der stabil läuft, nicht so mit irgendwas kaputt macht, und dann frage ich Thomas heute Abend mal, ob ich den. Ja. Warte mal, lass uns doch mal 12, 1, 54, 55. 54, 55. Ja, Kanalkante fast auf den Tick genau getroffen. Wo könnte man sich jetzt das nächste Ziel herholen? Ja, wir haben ja hier die Kanalbreite. So, und dann ziehe ich mir das Ding dahin. Weil Ausbruch aus dem Kanal sollte auch die komplette Breite machen. Und dann haben wir da unten nämlich schon den nächsten Fibo, ne? Ja. Da unten ist nächste Extension. Ja. Und dann die 2,61. Ja. Und dann sind wir schon unter 12,1. Vorausgesetzt, er gönnt es uns. Der Euro tut so gut wie nichts. Also den brauchen wir uns jetzt nicht groß antun. So, der Dow darf, sollte das Ding korrigieren. Also ich handle den jetzt nicht. Ich gucke jetzt nur, wie weit der korrigiert und wo der wieder anfängt zu laufen, um das dann auf den DAX zu übertragen. Wenn der nämlich wieder anfängt zu fallen, vielleicht 1-2 Minuten vorne wegläuft, haben wir eine faire Chance auf den DAX was draufzulegen. Ha. Nehme ich den Kanal mal raus, weil fällt da gerade was auf. Ist ja interessant. Wenn er sich jetzt noch ein bisschen Zeit lässt,
darf er genau die Kanalkante erwischen. Der erste Kanal war flacher. Das war der hier. So. Und jetzt kommt der Beschleuniger dazu. Ich werde dem hier mal eine andere Farbe verpassen. Ne? Da sieht man ihn besser, ne? Parallel mal kurz auf den DAO gucken, der scheint auch schon genug korrigiert zu haben. So, wir haben noch 2 Minuten bis 16 Uhr. Ich meine, seine Aufgabe hat er fast auf den Punkt genau erledigt hier, ne? Muss man ihm erlassen. Also pünktlich ist er. Ja. Und alles ohne irgendwelche schwierigen Indikatoren. Also einfach nur logisches Verständnis, nur duplizieren, ein paar Linien, ein paar Rechtecken, wer in Geometrie ein bisschen aufgepasst hat. Ich habe eigentlich sauber geregelt. Aber ich muss eben arbeiten, wie man sieht. Ich muss wirklich suchen, wer macht was, wer hat jetzt die Vorherrschaft, wer macht jetzt was, welche Bewegung kann jetzt irgendwie kommen, sind wir in der Korrektur, sind wir in der Bewegung, muss ich aus den Kerzen lesen, Rechtecke, Dreiecke, alles. Wir wollen ja die große Nummer mitnehmen, ne? Was ist denn euer Plan jetzt im Allgemeinen mit den Dachsen, die ihr jetzt drin habt? Was wollt ihr denn damit machen? Hm? Ja? Wie weit wollt ihr laufen lassen? Hast du sie abgesichert jetzt? Wie weit willst du gehen? Ja? Ach so. Na? Hast du nachgelegt? Kerze, die eröffnet gleich rot. Ich glaube, das sollte eine Nachricht sein. Und der Euro dreht nach oben. Also die kleineren Positionen 50 oder 55 Stück werde ich jetzt auch absichern, so dass er im schlechtesten Fall Break-Even rausfliegen. Wo hast du da einen Break-Even? Er ist völlig verschieden. Also bei dem hier bin ich jetzt bei, das ist mir jetzt auch egal, der ist genau bei 12,2. Das hat auch jetzt nichts mit logischen Werten zu tun oder so, sondern ich kann diese Position jetzt nicht im Verlust laufen lassen. Ja. Also ich darf nicht die komplette Position in Verlust laufen lassen. Deswegen muss ich einen Teil der Position rausschmeißen, wenn er gegen mich laufen sollte. Wenn man kalte Füße kriegt und dann heute Nacht um 1 und um 3 und 3:30 hier runter eiert, um zu gucken, was da irgendwie passiert, dann sollte man auch die Reißleine ziehen. Also ich schlafe entspannt. Haben wir
keine Nachschusspflicht. So. Ja. Und damit haben wir jetzt das Ziel, diesen Ausbruch unten, und damit haben wir als nächstes Ziel genau das, was wir vorhin definiert haben. Da. Als nächstes die 12.070. Also ich werde gucken, wo wir heute Abend Viertel vor 10 stehen irgendwie. Wenn wir die 12 zwar nicht geknackt haben, aber bei 12.020 oder 12.030 sind, oder, werde ich wohl auch was tun müssen. Also 150 Euro pro Punkt, die 200 Punkte, dann ist die Position 30.000 Euro vorne. Die lasse ich nicht über Nacht offen stehen. Dann kriege ich Ärger mit meiner Frau. Schimpft die mit mir. Da wir in den Positionen drin hängen, gibt es im Moment nicht viel zu tun. Außer was? Du könntest auch Ideenschmiede heißen. Das ist. Ja. Also ich, wenn ihr noch irgendwas offen habt, ich kann nichts machen. Ich bin im Euro, bin ich in der Long-Position drin, die ist weit vorne, die lasse ich auch laufen. Auf dem WM-Konto, dem hier tue ich nichts. Alter Schwede. Dein SL halbiert. Ja, von 150 runter. Auf 75, wo liegt er dann? Ne, der liegt bei 61, das heißt, auf Deutsch gesagt, der liegt bei 12.312. Aus welchem Grund? Nur weil die 150 zu groß sind? Dann leg lieber. Ach, du bist mit einem DAX dran, ne? Ja. Ja, okay. Habe ich noch keine Berechtigung mehr noch? Ja, das weiß ich. Ja. Ich weiß, dass ich. Sie können bloß reden, Herr Lange, vier. Vier, das sind ja schon drei mehr wie ich. Also ich gucke mir den Spaß nachher um 7 oder um 8 irgendwie nochmal an und. Ja? Ich würde zumachen. Also zumachen nur dann, wenn du nervös bist, ja. Wenn ich das jetzt einfach belasse, wenn du jetzt vom ja, das werde ich dir gleich sagen, ob du noch belastet oder nicht. Wenn du alle 10 Minuten vom Tresen wegrennst irgendwie und das Bier und ja. Ich werde das zwar nicht kontrollieren, aber. Aber wenn du nicht ruhig sitzen kannst, irgendwo nicht ruhig irgendwo in die Ecke sitzen kannst oder irgendwas anderes machen kannst, dann da guck ich, zwischentief genau geholt, da. So. Das war ja doch wieder das richtige Wort, wenn es L zu verkürzen. Es gibt keinen Grund. Den zu verkürzen? Ja. Schieben wir auf die 100. Aber du musst dir auch eine Marke erarbeiten, wo du sagst, okay, bis dahin darf er. Wie bitte? Nee, du kannst ja jetzt, guck mal, ich habe hier 12 Dachse drin. 12 Stück.
England gekauft oder? Ich habe die. Das ist egal. Ich habe die einzeln gekauft. 2x6. Ja. Ne? So, wenn ich jetzt sage, der soll hier oben raus, da oben drüber, über dieser Kerze, dann stelle ich hier 6 ein und lege hier oben eine Buy-Stop. In der gleichen Strategie, da wo ich diese Position sehe, in der gleichen Strategie, lege ich dann da oben einfach eine Buy-Stop hin. Wenn er jetzt da oben durchgeht, würde er 6 DAXe rausnehmen. Und die Position wäre halbiert. Ja. Ist genau das Gleiche. Du kannst nur nicht mit Stop arbeiten. Ne? Du musst dann mit der Gegenorder arbeiten. Du kannst das jetzt nicht als Stop-Loss machen, sondern du kannst es jetzt dann nur machen mit einer Gegenorder. Nee. Nein. Dein Stop-Loss oben ist ja nichts anderes als eine Stop-Buy. Ist nichts anderes. Nur, dass deine Order, die du hier auf deinem Rechner hast, liegt auf deinem Rechner. Die liegt nicht beim Broker. Dein Stop-Loss liegt beim Broker. Dein Risiko besteht da drin, wenn dir die Internetleitung wegfliegt oder dein Server die Gerätsche macht oder so, dann greift die Order endlich. Der sieht ihn nicht. Ja, oder eben eine Cloud, ne? Ein Server, ein Contabo oder irgendwie so was. Ach, ja, guck mal. Also wenn jemand kalte Füße kriegt jetzt von dem Hoch, dann muss er warten, bis diese Bewegung durch ist hier, jetzt. Dann kann er da ein Fibo drauflegen. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt das Tief hier. Dann kann er da ein Fibo drauflegen. Und dann kann er gucken und sagen, okay, ich kriege jetzt kalte Füße, ich lege meinen Stop über die 96, was auch mit der Schulter hier passt. Also ich meinen Stop, wenn ich ihn intelligent legen will, über die 12.2 legen. Dann wärst du auch im Gewinn. Dann kann er diese Schulter hier ruhig noch machen, dann kann er zurücklaufen mit allem drum und dran. Und ich glaube, du bist ruhiger, wenn dein Stop im Gewinn liegt. Also nur so als Empfehlung. Für die für 5 Tage 5 Hemden mit haben, das nicht am Tag 2-mal wechseln können, die sollten dann den Stop aufs Tagesziel legen. Und dein Tagesziel ist, glaube ich, bei 8 Punkten oder 9 Punkten oder so. Du bist bei 12.2. Ja, das ist egal. Als Tagesziel. Du hast im DAX andere Tagesziele als im Euro. Ah ja. Nein. Deswegen sei, da wird, wenn er bis hier runter läuft, vielleicht sogar ein klein Tick tiefer als hier, als da, dann hätten wir hier eine feine Nackenlinie, müssen damit rechnen, dass er von hier aus wieder hochläuft an die 1,90 da, und die Schulter hier drüben dann ausbildet. Wenn wir dieses Muster jetzt mal zeichnen wollen, haben wir ungefähr da die Nummer bis da hoch.
Und dann müsste er dann ab hier von da kommen, wenn das jetzt das Tief sein sollte, das weiß ich ja noch nicht. So, dann wäre die Schulter fertig heute Nacht um 4. Also bis dahin dürfte er da noch rumeiern. Wir sind bei FX Flat, also bis heute Nacht um 3. Ich guck mal, Bruni überlegt schon, stelle ich mir einen Wecker, mache ich das Handy oder so. Ja, ich glaube, heute werden wir alleine um die Zeit. Nee, ich glaube, der Chef ist nach Hause gegangen, irgendwie um 10 oder so heute früh. Nach dem Sektfrühstück, ja, selbstverständlich. Ups. Wo war ich jetzt im DAX? Da. Die rechte Schulter ist aber nicht zwingend erforderlich. Das Regelwerk ist ja trotzdem das gleiche. Es ist optisch schöner zu erkennen, wenn er da nochmal hochgeht und da rumdümpelt. Aber es ist nicht zwingend. Da kann ich jetzt auch mit einem Spike nochmal ganz kurz hochgehen, 5:30 oder sowas. Jetzt, wenn Cetra zumacht, dass er nur mit dem Spike da hochgeht. Die Preise sind ja ausschlaggebend. Und dann hätten wir aber von da nach da nochmal das Duplikat nach unten. Und dann sind wir im Tief unter 12. Da, guck mal hier, den Beschleunigerkanal hier. Da. Seht ihr das? Ja. So, hier kommt die Emma angeschossen, da ist die Kanalkante. Das wird jetzt wahrscheinlich unsere Richtung sein für heute Abend. Schön die Kanten angelaufen hier. Und wie schnell, ne? Von der 20 auf die 50 in 5 Minuten. Wann habe ich überhaupt Termin, Conny? So. Gleiches Spiel wie gestern. Na gut. Hast keine andere Position gehandelt heute früh? Ja. Ja. Ja.
So. Also ich für meinen Teil bin durch für heute. Ich will auch meine Nerven nicht weiter strapazieren mit so einer Geschichte. Wie geht's euch? Ja, wenn das läuft, dann kannst du es morgen erst angeben. Aber das, was du heute Morgen gemacht hast, hast du heute Morgen was gemacht? Ja. Du sollst ja auch alle Trades aufschreiben, nicht nur die positiven. Ja, ich bitte drum. Nur das Endziel oder? Das Endziel. Darf man Endziel überhaupt noch sagen? Ja. Ach so. Irgendwie ist mein Telefon weg. Ach nee, das hast du, ne? Wegen deinem BMW? Nee, das war eine Telefonnummer aus Arnsburg. Ja. 04102, das ist Arnsburg. Okay, ich stoppe die Aufzeichnung mal noch, dann konvertiere ich das noch und dann schicke ich euch dann die beiden Links noch von heute.